Willkommen zurück zu unseren Videos von unseren Neueinkäufen aus dem ersten halben Jahr 2022. Wir haben ja im letzten Video gezeigt, welche PlayStation-Spiele wir uns gekauft haben und jetzt werden wir in diesem Video auf die Switch-Spiele zu sprechen kommen. Genau das machen wir jetzt. Wir springen einfach direkt rein und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir haben jetzt die Switch-Spiele vorgezogen, PlayStation nach hinten. Ich fange jetzt einfach mal an. Es geht los mit Pang Adventures. Ja, was soll ich dazu sagen? Gab's günstig bei Saturn. Viele kennen es vielleicht auch noch aus der Vergangenheit. Aber ich denke mal, der Justin weiß da ein bisschen mehr zu. Ich kenne es auf jeden Fall auch. Ich habe es auch auf meiner Arcade, auf meinem Spielautomaten drauf. Ich weiß, es gab es früher schon, aber ich bin jetzt nicht so der krasse Nerd. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, macht Bock. Und deswegen habe ich es mir auch für die Switch geholt. Ja, dann zeige ich mal mein nächstes Game. Ach, was ist das denn? Pang, was? Pang Adventures? Ja, der Simon hat sich ja ein paar Spiele geschenkt. Oder beides gekauft und geschenkt natürlich. Nicht geklaut. Ich klaue die. Und auch Pang hatte sich halt selber geholt und mir eins geschenkt. Und ja, wie der Simon gerade schon meinte, ich kenne mich da vielleicht ein bisschen besser aus, aber nur aus dem Grund, weil ich halt noch so ein Amiga 500 zu Hause rumstehen habe. Und Pang war wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das war ein super geiles Game. Man konnte es halt am Koop spielen. Das heißt, ich saß halt mit meinem Bruder auf dem alten Amiga und habe das Game gezockt. Und es macht einfach Spaß. So, das ist eigentlich, das Spielkonzept ist so simpel. Da hüpfen ein paar Bälle rum. Du musst die Bälle abschießen. Die splitten sich, werden immer kleiner, bis du die quasi komplett kaputt machst. Und so schießt du dich halt von Level zu Level. Und ja, super geil, auf jeden Fall. Auch nochmal ein fettes Danke an den Simon, was er mir manchmal so für geile Games und coole Sachen schenkt. Ja. Gerne doch. Dankeschön. Ja, dann geht's weiter. Slain. Back from Hell? Ja, genau, Back from Hell. Ja, ist halt ein Side-Scrolling. So Metroidvania, ne? Ja. So nennt man die, glaube ich. Ne? Genau, ne? Metroidvania, Side-Scrolling, Hacken, Slay, töte alles. Das ist wirklich ultra brutal. Mich wundert manchmal die USK-Freigabe bei solchen Spielen, aber ich denke mal, das hat auch einfach was damit zu tun, dass die halt so ultra pixelig sind. Ja, genau, so Pixel-Art-mäßig. Ne? Und ja, wie gesagt, das sind so Spiele, ich finde die geil, ich feiere die. Da gibt es ja auch dieses Blasphemes oder so, ne? Was genau, ja auch, was ich auch zum Beispiel ausgepackt habe, weil ich es wirklich spielen wollte. Ja, und diese Firma, diese Merch oder was, ne? Die knallen viele von diesen Games raus. Und wenn man damit einmal anfängt, gerade bei der Firma, gerade in diesem Genre, dann macht es natürlich meistens Sinn, sich die anderen auch noch zu kaufen. Die sind momentan sehr erschwinglich zu bekommen. Jetzt nicht ultra günstig, aber so, dass man schon sagen kann, kann man sich massiv ins Regal stellen. Oder halt auch auspacken und zocken, wenn man drauf Bock hat. Ja, nächstes Game. Wer hätte es gedacht? Auch Slain, hey! Ja, der Simon hat da gerade schon genug gesagt. Was ich einfach sagen muss, diese Games gibt es natürlich auch, wo wir am Anfang schon mal drüber gequatscht haben, super günstig, teilweise super günstig im eShop von Nintendo. Aber es ist halt einfach irgendwas anderes, gerade so Indie-Games einfach mal so in der Physical zu haben, das ist irgendwas ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Ich meine, guckt euch mal das Cover an, vorne und hinten, also das ist so eine geile Artwork und das ist halt unbezahlbar, wenn du es einfach nur im E-Shop hast. Ist einfach so. Du liest das und du denkst dir, ja, cool, und du kannst dir da ein Preview angucken oder so. Alles schön und gut, paar Bildchen so, aber dann kann ich mir auch ein Let's Play angucken. Ja, wirklich. Es ist, ich finde, das macht einen unheimlich großen Unterschied, die Spiele so physisch zu haben und ja, ich versuche gerade bei Justin so ein bisschen diese Art von Spiel ein bisschen aufzustocken, deswegen kriegt ich das auch alles zugesteckt. Genau. Ja, mach du mal ruhig noch das nächste Spiel. Ja, das nächste Spiel, Final Fantasy im Twin Pack. Das ist ja quasi in der Version exklusiv für die Switch. Und ich habe es, glaube ich, schon 300 Mal gesagt. Ich bin großer Final Fantasy Nerd und Fan. Und ich habe es damals gesehen, als das rauskam. Ich glaube, als diese Final Fantasy 8 Remaster Version rauskam, war ich sogar damals bei der Gamescom, wo die das vorgestellt haben. Und
Ja, ich bin so ein bisschen geteilter Meinung, weil die Charakter sehen super geil aus, die haben die alle neu gemacht, nur der Hintergrund, der stimmt nicht so ganz mit den Charakteren in der Grafik, in dieser Clarity, in dieser Klarheit der Grafik überein. Aber das sind einfach so Spiele, gerade in dieser Version, weil es halt so ein Exklusivtitel ist in dieser Version, einfach super geil. Ne? Dieses Final Fantasy 8 als Remaster gibt es zum Beispiel auch in der Version für die PlayStation 4, aber Final Fantasy 7 halt nicht. Und das gibt es halt nur in dieser Switch-Version. Deswegen ist es super geil, das halt auch in dieser Switch-Version zu haben. Ah, cool. Auf jeden Fall. Ja, wer hätte es gedacht? Das geht jetzt so weiter bis zum Final Ende. Fantasy, auch Twin Pack. Ja, ich habe es mir dann auch gekauft, noch so nach Absprache mit dem Justin. Genau. Ursprünglich hat das erstmal nur der Justin, aber dann hat er mich so ein bisschen gebrieft und dann dachte ich mir, komm. Ich bin jetzt nicht so der krasse Final Fantasy Nerd, aber es gibt halt einfach geile Titel. Final Fantasy ist eine coole Reihe, ich weiß das selber. Und gerade sowas, was dann halt wieder, wo man dann wieder was von was Exklusivem redet, für das Geld, wie es das momentan gibt, völlig akzeptabel. Auf jeden Fall auch eine Sache, wo man zugreifen sollte. Und man hat natürlich auch hier wieder Square Enix. Und da. Das werdet ihr mich öfter sagen hören, aber Square Enix-Spiele, die zu kaufen, sich die ins Regal zu stellen, ob Lohnt es sich auch jetzt meistens, ne? schon allein als Investment so, das ist, die knallen ein Brett nach dem nächsten raus. Und ja, Respekt, also auf jeden Fall, das ist. Ja, ich glaube, dass diese Collection auch ein Game ist, wie der Simon schon meint. Die kann man sich rein theoretisch auch kaufen, ins Regal stellen. Das ist, glaube ich, ein garantiertes Ding, dass das irgendwann teurer wird. Ja, Hundertprozentig. hundertprozentig. Naja. Gut, dann mache ich mal Komm, weiter. mach du mal weiter, genau. Shovel Knight, Treasure Treasure Trove. Trove, genau, ja. Ja, tatsächlich mal ein Geschenk vom Justin an mich. Wer hätte es Hey, gedacht? Ey, der schenkt mir auch auch mal Sachen. So, wenn er dann andersrum. irgendwann mal ein schlechtes Gewissen hat, krieg ich auf einmal ein geiles Spiel von dem. Ja, ist halt auch wieder so ein. Ja, das ist halt so ein Jump'n'Run, der sich so ein bisschen auch an diese ganz alten Games orientiert. So DuckTales, wer es damals für den Game Boy gespielt hat, oder ich glaube, es gab es auch für den NES oder SNES, ich bin mir nicht Genau, ganz Game sicher. Boy, Game Boy, wie ja. auf jeden Fall für den Game Boy, da weiß ich, da habe ich selber gezockt damals. Und das ist halt so ein bisschen so eine, ja, so eine kleine Reise in die Vergangenheit, was das Game angeht. Soll Ja, super cool sein. Ich habe es auf jeden leider selber noch Fall. nicht ganz gezockt. Ich habe es mal angespielt, hat super Spaß gemacht. Und dann habe ich halt gesehen, dass es für die Switch halt diese Collection gab. Und weil der Genau. Simon ja eigentlich so ein Retro-Nerd ist, der hat ja auch viele alte Games, dachte ich so, das passt einfach so perfekt in seine Sammlung. Auf jeden Und Fall. Ja, nicht nur deswegen, weil es ist halt auch wieder so eine Art Side-Scroll, das ist halt auch wieder Pixel-Art ja, und genau. ziemlich cool gemacht. Und der Vorteil natürlich, wie Justin schon gesagt hat, bei der Version, ihr habt halt alle Versionen dabei. Ihr habt das Genau. Hauptspiel dabei plus diese ganzen Add-ons, die noch rausgekommen sind. Genau, ja. Definitiv eine coole Sache. Sollte man, wenn überhaupt, sich auch jetzt zulegen, nicht so lange warten, weil ich denke mal, wenn man da noch mal ein bisschen wartet, dann. Ja. So in der Physical Edition, Das ist bei dann. Switch-Spielen halt auch immer so eine Sache, weil irgendwie bei der Switch, gerade was so Indie-Titel angeht, Shovel Knight ist halt irgendwie so ein Zwischending, würde ich sagen. Das ist halt schon Indie, aber hat eine gewisse Popularität erreicht. Und es kann halt schon sein, dass gerade bei der Switch dann irgendwann so der Punkt erreicht ist, wo die Dinger dann ausverkauft sind und dann fängt der Preis halt an zu steigen. Und dann ärgert man sich vielleicht, wenn man denkt so, ach komm, will ich es jetzt eigentlich holen oder warte ich noch ein bisschen? Dann, man muss natürlich auch ein bisschen beobachten, wie so die Preise sich so entwickeln. Und Ja. das ist halt dann bei so einem Game, ich glaube, irgendwann ist man schon froh, dass man es hat, Auf irgendwie jeden so. Fall, Ja. definitiv, hundertprozentig. Genau. Ja. Das Game, was ich hier gehabt habe, ist dieses Demon X Machina. Das ist auch so ein Game, was ich mir, ja, weiß ich nicht, ob es mir jetzt auspacke und dann spielen werde oder mir einfach nur ins Regal stelle. Das ist irgendwie so ein Game, was ich schon öfter mal im Saturn liegen gesehen habe und immer wieder gedacht habe, oh, holst du es dir oder nicht? Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen gefloppt, würde ich mal sagen. Am Anfang lief das Spiel, ich glaube, die Demo lief absolut scheiße auf der Switch. Und irgendwann kam dann halt, als das Game released wurde, kamen also Patches raus, wo das dann alles gefixt wurde und dann super lief. Ist natürlich auch so ein Game, was so ein bisschen,
ja, wie soll ich sagen, so ein Nischen-Game halt, ne? So ein Gundam, wie da so halt mit Robotern rumballern und sowas. Manche stehen da voll drauf, manche nicht. Fand ich, sah cool aus und ich habe jetzt 15 € bezahlt. Im Moment ist das halt super günstig. Wer weiß, ob der Preis irgendwann mal hochgeht. Ja. Also lohnt sich eigentlich mal zu Ja. holen. Ja, vielleicht hol ich mir das auch noch, wenn das so günstig verfügbar ist, ne? Ja. Dann geht's weiter mit Assassin's Creed 3 Remastered. Und ja, keine Ahnung, Leute, fragt mich nicht, warum ich mir das geholt habe. Eigentlich nur, um die Assassin's Creed-Reihe ein bisschen zu vervollständigen. Ich bin mir jetzt auch ehrlich gesagt bei dem Teil nicht ganz so sicher, ob das die beste Lösung ist. Weil, wie wir schon eben meinten, das gibt es auch für die Xbox, glaube ich, und für die PS4. Und ich habe da noch nie recherchiert, ob das jetzt mit 30 FPS, mit 60, keine Ahnung. Ich habe es günstig gesehen. Auf jeden Fall unter 20 €. Habe einfach zugegriffen. Ich habe schon ein paar Teile für die 360. Den ersten Teil habe ich noch und so. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so das ultimativ krasse Investment. Das ist einfach nur, wenn man schon Assassin's Creed-Teile hat, die sind momentan einfach günstig. Die werden einem teilweise hinterhergeschmissen. Und da kann man sich mal so ein Game für 13, 15 oder vielleicht ja 17, 18 € kann man sich ruhig mal mitnehmen. Und deswegen habe ich es auch. Und es ist halt die Remastered. Es ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, das ist auch einfach Ja. so. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man mal Spiele sammelt. Da hat der Simon ja auch mal so ein witziges Video mit seinem chinesischen Verkäufer gemacht. Das ist halt einfach so, dass es einfach irgendwie auch schön ist. Manche Spiele haben einfach irgendwie so eine Verbindung oder du hast vielleicht schon Spiele aus einer Reihe und dann willst du die einfach voll machen. Ich meine, wahrscheinlich die meisten, die Games sammeln, kennen das Gefühl, dass dann, wenn die alle nebeneinander stehen oder man halt aus einer Reihe mehrere Titel hat, dass es dann doch irgendwie ein Wurm, so, ah, da fehlt aber jetzt noch der dritte Teil dazwischen. Und Ja, dann, wenn man das günstig sieht, auf jeden dann Fall. muss man halt einfach mal zuschlagen. Ja, Ne? wobei bei denen habe ich jetzt echt kreuz und quer gekauft. Ja, ist ja auch Also, egal, ne? weißt du, weil wir haben ja eben noch gesagt, bei Yakuza, Ist natürlich schön, die alle in einer Reihe von der gleichen Konsole zu haben, ne? genau, aber so jetzt in dem Fall war es mir echt einfach egal. Da dachte ich mir einfach nur, komm, du guckst einfach, dass du irgendwie, da ging es mir nur darum, den günstigsten Preis im Prinzip zu bekommen. Und das ist okay, Ja, und vor deswegen. allem ist natürlich auch Switch sind halt alleine, die sind ja an sich mehr wert in dem Sinne, dass es, glaube ich, auch viel teurer ist, diese Spiele auf diese Cartridges zu Genau. pressen. Und ich glaube, dass so Spiele natürlich dann eher, vielleicht in Zukunft mal eher was wert wären als die PlayStation oder Auf jeden diese Fall, CD-Version ja, halt, weil du ne? einfach ein Portable hast auch, Genau, das ne? ist natürlich auch Und eine Sache, die ja. dafür spricht, sage ich mal, Genau, ne? ja. Ja, gut, ich mache, glaube ich, weiter, ne? Ja. Genau, Bayonetta 2, ein Spiel, was ich ja eben schon angeteasert habe mit dieser Collection quasi mit Vanquish und Bayonetta 1. Und ich wollte Bayonetta 2 unbedingt immer mal spielen. Es war mir aber einfach zu teuer, muss ich sagen. Und ich habe so den Zeitpunkt verpasst, als das rauskam, weil ich damals noch gar keine Switch hatte zu der Zeit. Und damals in der Original, also das ist jetzt nicht mehr original verpackt, aber damals war ja auch noch ein Code dabei, wo halt quasi der erste Teil für den eShop als digitale einlösbare Sache dabei ist, so. Und dann lohnt sich es vielleicht eher, wenn man für 50 zwei Spiele quasi kriegt. Aber jetzt, ja, ich habe jetzt 35 bezahlt für nur Bayonetta 2. Und das war für mich so auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, so gegen 30 €, dann lohnt sich das quasi, ne? Das ist ja nur ein Spiel aus zwei, die in dieser Collection sind. Und ja, demnächst, hoffentlich demnächst kommt ja auch, also auf jeden Fall dieses Jahr zumindestens. Laut Release-Trailer, sage ich mal, oder Ankündigungstrailer soll Bayonetta 3 ja rauskommen. Und ich habe mir einfach vorgenommen, dass ich den zweiten Teil auf jeden Fall noch zocke, bevor der dritte kommt. Okay. Und je nachdem werde ich mir den dritten dann halt irgendwie bestellen, wenn er rauskommt. Und dann halt auch direkt mit zocken. So, Okay. mal schauen. Ja, cool. Ja, das will ich mir auch noch kaufen. Also allein schon für die Sammlung. Sehr wahrscheinlich dann halt auch gebraucht. Aber ja, Ja. es ist ein cooles Ja. Game so. Und ich mag auch ich mag auch die Artwork von dem Cover und so. Muss man mal schauen. Ja, cool. Dann geht's weiter mit Samurai Showdown, Neo Geo Collection und ja, Street Fighter, Mortal Kombat, Samurai Showdown, jetzt zwar ohne Fatalities, aber wie gesagt, das ist halt die originale Neo Geo Collection, kam so für die Switch raus.
Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es auch für PS4. Ja, habe ich jetzt im Saturn sogar gesehen. Aber so ist es viel cooler auf der Switch. Genau, eben. Fand ich auch. Und das Coole halt an dieser Neo Geo Collection ist, hier ist ja dieses Samurai Showdown Perfect drauf. Und das ist ja eine unveröffentlichte Version, die ja dann erst mit dieser Neo Geo Collection rauskam. Habe ich für 13 Euro bei Saturn in der Wühlkiste entdeckt. Geil, ja. Und habe es auch direkt mitgenommen, weil ich habe mir das mal dann im Internet angeguckt und das geht bei 20 Euro los. Und wenn ich sowas sehe, dann nehme ich es halt einfach mit. Da machst du nichts falsch mit. Und ich denke mal, gerade sowas, das ist wieder, ja, so. Witzig, cool zu haben irgendwie, ne? Genau. Ja, ich habe es auch letztens beim Saturn mal in der PS4 Edition gesehen, auch relativ günstig. Aber da dachte ich mir halt auch so, ist ein cooles Spiel, aber ich glaube, auf der Switch ist es einfach cooler und deswegen habe es dann irgendwie nicht mitgenommen. Genau. Also, aber auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall. Ja, dann nächstes Game von mir. Man kann den Titel, glaube ich, so fast gar nicht lesen. Die Leute, die es kennen, The World Ends With You im Final Remix, in der Final Remix Edition. Das gab es ja damals, als das rauskam für ein DS und auf dem DS ist das super geil. Also, wer ein DS zu Hause hat und dieses Game sich mal irgendwie das mal zocken will, ich kann es nur empfehlen. Das ist halt super interessant, weil das auf dem DS halt so war, dass man den auf, also man hat ja quasi zwei Bildschirme und während des Kämpfens muss man quasi auf dem unteren Bildschirm mit dem Stift agieren und die Tasten benutzen, um oben mit dem Partner sozusagen zu kämpfen. Und bei dieser Final Remix Edition ist es halt so, dass das Ganze natürlich auf einem Bildschirm ist, weil die Switch natürlich auch nur einen Bildschirm hat. Ist auch so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, manche finden es cool, manche sagen so, ja, ich zock den DS-Teil, das ist voll der Schrott irgendwie, brauchst du gar nicht anfassen. Aber ich muss sagen, ich hab's angespielt, ich hab's dann nämlich damals für die Switch in so einem eShop-Sale geholt, weil ich dachte so, komm, musst du mal spielen, dann hab ich das ganz günstig bekommen. Und ja, der Grund, warum ich das jetzt quasi nochmal physical geholt habe, ist eigentlich nur, weil letztendlich dann ein zweiter Teil rauskam. Den habe ich mir letztes Jahr geholt und dann, ja, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, dann hast du den zweiten Teil im Regal stehen und denkst dir so, jetzt hast du den ersten digital und den zweiten physical. Boah, komm, musst du noch kaufen. Dann habe ich den bei, relativ günstig, habe ich die sogar beim GameStop gesehen. Okay. Und dann habe ich den einfach mitgenommen. Ah, cool. Und, gerade GameStop. Ja, das ist normalerweise gehe ich da auch gar nicht rein, aber irgendwie, weil die sind ja natürlich beim GameStop manchmal auch richtig rotzig, so die Spiele. Ja. Ne? Da war ich auch echt überrascht. Das sah aus wie, wie neu, sage ich mal. Ich habe aber auch so eine Ersatzhülle gekauft, dann das da reingemacht und jetzt ist das Spiel tippitopp sozusagen. Super, cool. Ja, und stehst halt auch wieder Square Enix. Ja, ne? Genau, also Square Enix. Ist auch wieder... Ja, Entwickler ist natürlich auch wieder schon Pluspunkt, ne? Ja, definitiv. Also das ist auch eine Spielereihe, wer so Bock auf so ein Game hat, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ja, Square Enix. Sprech's mal aus. Ich weiß nicht, Balan's Wonderworld oder ja, wie heißt genau, das? Ja, genau, ne? Balan's Wonderworld. Genau, ja. Balan's Wonderworld und ist halt auch wieder so ein Plattformer, ne? Ja. Also es ist auch wieder von Square Enix. Ich habe mir gar nicht so viel darüber angeguckt. Ich habe mir das nur durchgelesen hinten und mal so die Preise ein bisschen im Internet verglichen und es scheint sein Geld auf jeden Fall wert zu sein. Habe es auch in so einer Art Wühlkiste wieder für 12 oder 13 Euro lag es da rum und ich konnte dann einfach nicht Nein sagen. Das ist auch manchmal, also ich muss sagen, ich habe viel von diesem Spiel gehört, dass es halt nicht so geil sein soll. Weiß ich nicht, irgendwie die Entwickler haben sich vielleicht zu viel vorgenommen, das wurde ein bisschen gehypt und am Ende kam es dann nicht so geil, wie es kommen sollte oder wie die Leute sich erhofft haben. Das ist ja bei vielen Spielen so, wenn die gehypt werden und die Leute denken, ey, das sieht cool aus, das wird bestimmt geil und dann ist es halt nicht so geil, wie die Leute sich das so eingeredet haben, wie es sein soll. Und aber ich glaube, bei so Games ist es natürlich, die sind jetzt nicht so teuer im Moment, die fallen halt, aber das können auch so Spiele sein, die dann wirklich vielleicht irgendwann mal auch richtig teuer werden, weil die so gefloppt sind, weil es dann irgendwie keiner haben wollte und irgendwann kommt so der Punkt, wo das dann halt vielleicht wieder teurer wird und Square Enix ist halt einfach Square Enix. Wer weiß, eben. Und dann, ich sag mal so, jetzt wirklich für einen Zehner, da kann man ja nicht, ja, kann man ja nicht viel falsch machen. Genau, also, ja. Das sind einfach Games, die kann man sich mitnehmen und entweder man hat mal Glück, wie du schon sagst, oder man hat halt Pech und dann hat man es halt immer noch in seiner Sammlung. Naja, ne? Also ich finde auch irgendwie, das ist halt einfach, wie gesagt, Square Enix und das ist so ein Game,
Du wirst es ja wahrscheinlich eh also eingepackt lassen, das steht dann im Regal. Und wenn du dann Genau. in 10 Jahren nochmal nachguckst und das dann irgendwie das Vierfache wert ist, dann freust du dich halt. Eben, eben. Ja. Also von Wer daher, weiß, mal ja. gucken, ne? Genau. Genau, achso, ich mache als nächstes. Das ist auch ein Game, wo ich mich tierisch drauf gefreut habe. Ich habe es leider immer noch nicht gespielt. Ich war so hyped, als ich gedacht habe, komm, du musst dir das unbedingt kaufen. 13 Sentinels Aegis Rim. Das ist von Vanillaware. Manche sagen, kennen vielleicht schon ein paar Games. Das ist Muramasa, gab es damals auf der PS Vita. Die haben noch, lass mich kurz überlegen, Dragon's Crown gemacht. Die haben super geile Artwork. Das sind richtig coole Spiele. Das ist halt mehr so ein, ja, so ein Visual Novel-mäßiges Game. Also einfach, du liest halt viel, da wird so eine kleine Geschichte abgespielt. Du hast so ein paar Kampfsequenzen drin. Aber da war ich wirklich, als das damals habe ich überlegt, das kam für die PlayStation 4 raus und da habe ich es mir nicht gekauft. Ich habe es die ganze Zeit beobachtet, das war so bei 40 € oder so und das war mir einfach zu der Zeit noch zu teuer. Und ich habe wirklich die ganze Zeit mit mir gehadert, ob ich es mir kaufen soll für die PS4. Und irgendwann, plötzlich kam auf einmal von, ja, so eine Nachricht von Atlus, dass sie das halt in der Switch-Version nochmal releasen für den Westen. Und ja, da war ich direkt mega happy. Da dachte ich so, komm, die PS4-Version brauchst du gar nicht mehr. Du wartest jetzt auf die Switch-Version. Und das ist halt auch noch relativ teuer. Das kriegt man halt auch noch neu oder so für, weiß ich nicht, lass mich nicht lügen, 40, 50 € oder so. Und ich habe es bei eBay Kleinanzeigen für 25 gesehen. Das ist halt die PEGI-Version, jetzt nicht die USK von hier. Aber ich dachte, 25 €, das ist quasi die Hälfte, die man dafür neu bezahlt. Da bin ich halt direkt, bin ich hingefahren, hab dem gesagt, komm, hier 25 kriegst du, gib mir das Spiel. Das ist doch Und bin cool. super happy, also super günstig bekommen. Und das ist einfach ein Game, das muss ich unbedingt in meiner Collection haben. Ne? Ja, geil. Richtig Cool. cool. Auf jeden Fall. Schön. Ja, Ja, schön. ich kenne das ja nicht so. Weißt du, was ich meine? Naja, das ist halt, das sind auch irgendwie so ein paar Games, da muss man halt Spaß dran haben. Ne? Das sind gerade so, was so Visual Novels angeht. Das sind halt einfach mehr so viel Text, viel Lesen, viel Ja. Geschichte. Da hast du halt keine Action und da muss man halt irgendwie hinter sein. Und das ist natürlich auch so eine Sache, da muss ich sagen, es gab es ja wie gesagt für PS4 und ich habe einfach mehr Lust darauf, sowas mal im Bett auf der Switch spielen zu können. Weil das sind so Games, Im wo du viel lesen musst. Und wenn du dann halt da liegst im Bett und kannst das einfach so gemütlich. Komm, ist okay, ich mach mal weiter. Ich mach mal weiter mit Legend of Mana. Ne? Ja, Legend of Mana, das ist ja jetzt auch Square Enix. Square Enix? Und so, es ist leider nur der Download-Code. Das gibt's auch in einer richtigen physischen Version, aber dann nur für die PlayStation 4. Das kann sein, ich weiß es Ja. aber auch ehrlich gesagt Es gibt es nicht. auch in Amerika, gibt es das auf der Cartridge oder auf dem Modul, aber wollte ich nicht. Also ich wollte das deutsche Cover haben, das war jetzt auch momentan runtergesetzt, hat 25 € gekostet, fand ich jetzt nicht zu viel. Das ist halt einfach wieder so eine Sache, die stellst du dir ins Regal, kannst du rausholen, kannst du angucken, das Legend of Mana, das wird es nur einmal so geben. Ganz einfach. Also wer das jetzt nicht einkauft, der wird das nie wieder so in der Hand halten. Fertig aus Ende, ob ich das jetzt für 10 € im eBay-Shop oder also hier im E-Shop E-Shop-Kauf kaufe oder oder wie auch genau. immer. Die 25 € ist mir das absolut wert, das einfach nur zu sehen hier hinten, zu lesen, Das Cover zu vorne, haben, ja. Legend of Mana, Kindheitserinnerung. Ja, hammergeil. Also kann ich echt jedem nur weiterempfehlen, wer diese ganze Secret of Mana-Reihe cool Ja. fand und gefeiert hat. Ich glaube, jetzt zeige ich mal zwei Games, weil ich die zusammengekauft habe. Ich denke mal, das macht eigentlich ganz gut Ja. Sinn. Einmal Pokémon Schwert. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt ein Pokémon-Teil. Ich habe den damals gar nicht gespielt oder wie halt auch nicht richtig verfolgt, weil ich zu dem Zeit keine Switch hatte. Aber ja, ist halt auch wieder so ein zweischneidiges Ding. Die einen sagen so, ja, cooles Spiel. Die anderen sagen so, boah, viel zu leicht, viel zu langweilig. Ist wahrscheinlich wie immer meistens irgendwas dazwischen. Und ja, ich habe es halt bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Der Typ hatte das für 30 € drin. Und ja, der hatte noch ein anderes Game. Da kann ich jetzt auch mal kurz drüber quatschen. Das ist dieses Paper Mario Origami King oder irgendwie sowas. Genau. Und ja, das hatte ich halt zusammen gesehen. Das eine Spiel für 30, genau, und das für 20, meine ich. Und dann habe ich einfach gesagt, hey,
wenn ich jetzt beide Spiele nehme, einmal das Paper Mario und das Pokémon, können wir da noch ein bisschen was am Preis machen. Und dann habe ich halt beide für 45 bekommen. Da bin ich eigentlich ganz froh. Das ist dieses Paper Mario, das kriegst du mittlerweile auch in Angeboten immer wieder so zwischen 20 und 25 Euro. Mhm. Also eigentlich ein ganz normaler Preis, sage ich mal. Mhm. Das Pokémon-Schwert, das geht halt schon eher so Richtung 30 plus. Mhm. Und da war ich eigentlich ganz froh, dass ich das für 25 gekriegt habe. Und ich habe es auch schon angespielt. Und ich muss sagen, ist halt einfach ein Pokémon, macht Spaß, ist cool. Was soll man dazu sagen? Ne? Ja, also ich will mir diese Pokémon-Schwert und Schild möchte mir auch noch holen für die Switch, aber dann halt auch sealed lassen. Ich habe ja schon dieses Diamond und Pearl. Mhm. Und genau, die wollte ich mir noch holen, aber die, wie gesagt, die würde ich mir dann nur sealed holen, weil ich die ja eh nicht auspacke. Ja, ja. Deswegen lohnt sich das für mich nicht, die da irgendwie gebraucht zu kaufen. Vielleicht leih ich mir dann mal eins aus von dir oder so. Ja, ja, genau, irgendwie. Kann ich dir dann mal geben, kannst du entsorgen, kannst deine eingepackt lassen. Ja, dann geht's bei mir weiter mit Falfaris. Ist halt auch wieder von Merch, ne? Wieder mal so ein guter Hack'n'Slay, Side-Scrolling, Pixel-Art, schieß mich weg, ja. Ist ja, glaube ich, von dem gleichen, ist das die gleiche Firma? Das ist die gleiche Firma. Merch, ne? Die auch das andere Game gemacht genau, hat. Genau, die auch hier dieses, was hatten wir noch mal hier, Slain. Genau, ja. Genau, es ist haargenau dieselbe Firma. Die knallen viele solche Spiele raus, immer richtig brutal. Meistens echt cool gemacht, kann man gut zusammenzocken mit anderen abwechselnd. Ja, wundert mich nur ein bisschen, es ist, erstmal sagst du USK 16 und dann sagst du einmal PEGI 18, also ist halt, ja, keine Ahnung, naja. Ist ja, wie die das einordnen. Ja, so. Auf jeden Fall ein Game, war auch relativ günstig. Habe ich auch für 20 Euro bekommen, ich glaube 10 Euro unterm OVP, was man so im Internet sieht. Von daher, ja, direkt mitgenommen. Ne, für ja, die, geiles Game. Ja, mein nächstes Game, Dragon Quest. Das ist, glaube ich, lass mich nicht sagen, 11S. Das ist also diese S-Version, die hat ja, glaube ich, noch so ein paar Zusätze. Ich weiß gar nicht, ob man es so gut sehen konnte. Ich zeige es nochmal schön hier. Und zwar war das letztendlich, damals gab es das, glaube ich, für die PlayStation 4 in der normalen Version. Dann kam die S-Version oder gleichzeitig, ich weiß es nicht mehr ganz genau, für die Switch. Mit so ein paar Zusätzen. Und ja, jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, diese S-Version auch für die PS4. Mm. Aber das ist für mich auch so ein Spiel, was ich einfach ja, für die Switch haben will. Das ist so ein Rollenspiel, das kann man halt irgendwie eher gemütlich mal, oder sag ich mal, mitnehmen. So fährst in der Bahn, musst du gerade, dann hast du so ein geiles Game, machst es an mit der Switch, zack, zockst ein bisschen. Ja. Ist halt cooler, das irgendwie auf der Switch zu spielen, als auf der PS4. Und das habe ich halt auch bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Das hat nur 25 gekostet. Ich glaube, wenn man sich das irgendwie bei eBay oder bei Amazon, falls es das überhaupt da noch gibt oder gebraucht, ja, ja, doch, kauft, ich habe das auch letztes Mal noch gesehen. Wesentlich, also ich glaube, da musst du schon 40 Euro oder sowas bezahlen. Irgendwie so, nee, das ist gar nicht so krass teuer. Ich nee, so mega krass ja. Nicht, aber es ist halt, ich glaube, 25 war halt ein echt guter Preis. Ja. Das war jetzt auch nicht weit weg so und das ist ja irgendwie manchmal gucke ich einfach bei eBay in Kleinanzeigen, genau. Ob das jemand hat. Und wenn dann fahre ich halt kurz vorbei, ja. Nimm meine Switch mit, zock ein bisschen unterwegs. Und ja, ich wollte mir das auch noch holen. Ist ja halt auch wieder Square Enix. Und das Coole ist halt, du hast ja auch, was hier hinten drauf nochmal steht, du kannst switchen zwischen einer 3D-Welt genau. Und einer 2D-Welt. Ich glaube, das ist der Zusatz, der, glaube ich, bei diesem S dabei ist. Aber ich, ja. Ja, kann sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall cooles Game. Und ich denke mal, ja, kann man sich auf jeden Fall mal in die Sammlung legen. Ja. Definitiv. Dann geht's weiter mit Infernax. Ja, das ist auch gar nicht so alt. Das kam erst vor ein paar Wochen raus. Ist auch wieder von Merch. Ist auch wieder so ein Side-Scrolling Hack'n'Slay. Und das ist diesmal richtig auf Castlevania 1. Ja, genau. Ja. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt, wenn ihr euch ja mal Bilder drüber anguckt, da wird halt voll viel drüber geredet und das ist auch, also die Referenz geht da wirklich an Castlevania 1 noch für den NES oder 2 halt. Mm. Und das ist halt auch mega brutal gemacht, aber auch richtig geil RPG-mäßig. Also ihr könnt da auch verschiedene, ihr könnt da verschiedene, also ihr habt da immer eine Wahl zum Beispiel, ob ihr jetzt jemanden vollstreckt oder verschont. Und wie gesagt, also da sind super geile RPG-Elemente eingebaut. Ja, Artworks einfach nur Bombe.
Und das hattest du mir sogar noch bestellt, weil das bei Amazon irgendwie glaube ich, mit dem Angebot war. Im Angebot sowas. War und ich hatte ein bisschen Angst, das zu verpassen, weil das wurde halt so krass gehypt, auch auf YouTube und überall. Und da wollte ich einfach, ich wollte halt wirklich diesen ersten Batch dann nicht verpassen, weil gerade das Problem bei diesen deutschen Covern, manchmal gibt es gar keinen zweiten Batch. So, dann kommt nach Deutschland halt ein Batch, dann gibt es irgendwie, sag ich jetzt mal, ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus, 100.000 Exemplare. Und wenn du die nicht bekommst, dann musst du dir halt wieder so eine ausländische Version holen. Wobei das halt wieder auch so ein Spiel ist, wo ich mir denke, selbst wenn ihr das in der englischen Fassung habt oder so, oder in der UK-Version mit englischem Cover, das ist so ein Game, was sich auch international immer sehr gut verkaufen wird. Ich denke mal, gerade so auf dem deutschen Markt spricht das dann wieder nur die etwas ältere Generation an oder Leute, die was älter sind, weil da auch viele drauf gucken. So, dann guckt die Mami oder der Papi und sagt, boah, Alter, nee, da spritzt ja nur Blut und so. Deswegen zu dem Thema, so was lässt sich gut im deutschen Markt und auf dem oder im internationalen verkaufen. Definitiv so ein Spiel, aber ja. Für die Sammlung, für die Reihe. Ja, wie du gerade auch meinst, das ist natürlich, das ist immer so ein bisschen so ein, wo man abschätzen muss, weil das sind ja letztendlich auch so Indie-Titel. Und bei manchen Sachen, die gerade in sehr limitierter Form dann eine Physical bekommen, ist es auch manchmal so, dass du, wenn du es nicht sofort kaufst oder relativ kurz danach, ist es auf einmal weg. Genau. Dann ärgerst du dich, dass auf einmal der Preis richtig hochgeht, genau. Weil du die nicht mehr bekommst. Ne? Das ist so halt immer aus. So eine Sache. Ja. Deswegen kann ich es definitiv nachvollziehen, dass man da dann relativ früh mal zugreift. Ja, sollte man ab und zu mal machen. Ja, genau. So, mein nächstes Game, das habe ich gestern bekommen, ist auch super aktuell, also ist gestern rausgekommen und AI The Somnium Files, das ist irgendwie, wie heißt es, Nirvana Initiative und das ist halt auch wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, so Visual Novel mäßiges Game, so eine Geschichte, die erzählt wird. Du hast da halt auch so ein paar Rätselelemente drin. Ich habe genau hier, dass ich mir, kann ich eigentlich auch direkt zeigen, den ersten Teil mir auch noch in der Physical geholt, weil ich einfach gesagt habe, ja, ich will beide in der Physical haben. Ich habe den ersten Teil habe ich damals auch im E-Shop gekauft, relativ günstig. Hab den gespielt, fand den super cool, witzig. Manchmal ein bisschen übertrieben, das ist so manchmal ein bisschen japanischer Humor, der vielleicht so ein bisschen über die Stränge schlägt, aber auf jeden Fall eigentlich ein sehr geiles Game. Und ja, dann kam der zweite Teil jetzt raus, den habe ich mir natürlich als Physical dann vorbestellt. Und dann dachte ich so, ja, jetzt habe ich den zweiten Teil, aber ich will den ersten Teil eigentlich auch haben und den kriegst du mittlerweile auch nicht mehr so gut. Und weil das Problem ist, der zweite Teil kam nicht als PEGI raus, nicht als USK raus, sondern nur als PEGI-Version. Und der zweite Teil jetzt auch auf dem deutschen Markt sehr verbreitet, sage ich mal, kriegst du überall bei Mediamarkt, Saturn etc. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach beide geholt, weil ich dachte so, ich will den ersten dann auch nochmal in der Physical haben. Wäre halt so Games wie, was sind das, 999, also diese Nonary-Games-Teile gespielt hat und die cool fand. Das geht so ein bisschen in die Richtung, also ich denke mal, wer diese alten Teile da gespielt hat und cool fand, der wird damit vielleicht auch ganz glücklich, vielleicht mal ein Review angucken, aber nicht spoilern lassen, weil das sind halt auch diese Visual Novel Games, die haben halt auch so ein bisschen, du kannst halt auch sterben oder an einem schlechten Ending landen. Das heißt, wenn du irgendwelche Fehler machst, dann bist du an einem Punkt, wo du sagen kannst, so, ey, hier geht's nicht weiter, dann kannst du quasi an einem anderen Punkt weitermachen und die Story verändert sich dadurch, dass du das andere gespielt hast, sozusagen. Das bröselt sich auf, das ist so ein bisschen Mystery. Und am Ende kommt dann, da sind auch so ein paar Twists drin, wo man denkt so, oh krass, das habe ich aber jetzt nicht erwartet oder so. Das sind ja natürlich auch hier alles so Games, die sind eigentlich darauf ausgelegt zu lesen. Also es ist halt einfach nur Geschichte mit ein bisschen drumherum, sage ich mal, so ein paar Gameplay-Elemente, um das halt nicht so super trocken zu machen. Und das sind halt mehr so, ja, wie so interaktive Bücher, sage ich mal, schon fast. Und da muss man halt drauf stehen. Ne? Ja, der Simon hat noch ein paar, ich glaube, schiebt das mal weg, weg mit dem Dreck. Nee, es geht jetzt mal hier noch schnell weiter. Also ich habe hier noch einmal Pokémon Pikachu, let's go! Pikachu! Ne, da brauchen wir nicht viel drüber zu sagen. Das ist ja so ein Remaster vom Pokémon Gelb. Ja.
Ne, halt total polished, total geil aufgewertet. Soll auch gut sein. Du hast, glaube ich, eins davon gezockt oder Ja, sogar den das gezockt. Evoli-Teil halt. Den Evoli, ja. Oder Evoli-Teil. Ja, Evoli, wie auch immer. Ne, Evoli. Evoli, Ja, das war ein Geschenk von meinen Freundinnen. Weil, ja, ich habe ja auch Pokémon-Karten, ihr wisst das ja alles. Ich bin ja auch so da immer so ein bisschen am Handen und gucke hier und da, was ich mir da so als Sammlerstück oder als Investment auf Seite lege. Ja, Pokémon-Spiele auch eigentlich schon immer ein gutes Investment. Vielleicht heute nicht mehr so wie damals, weil das ja jetzt auch schon fast jeder Zehnte macht, sage ich jetzt mal. Gut, aber ja, die werden auch nicht günstiger. Das ist halt einfach das Problem. Da könnt ihr noch 3 Jahre warten. Und die werden, wenn überhaupt, teurer. Also gerade, wenn ihr euch mal die Pokémon-Games anguckt oder allgemein Pokémon, das ist so Hardcore-preisstabil. Also da müsst ihr einfach echt nur kaufen, wenn ihr es haben wollt. Da könnt ihr mal hier und da einen Euro sparen. Aber hofft jetzt nicht darauf, dass ihr das mal für 30 Euro bekommt, außer ihr kommt zu irgendeiner krassen Aktion, wie das Saturn manchmal hat. Kauft 3, zahlt 2. Ja, Da genau. lohnt sich sowas unheimlich krass. Wenn Ja. ihr sowas günstig haben wollt, geht das nur über Kauf 3, zahlt Ja. 2 Ja, vor Aktionen. allem halt in der noch verpackten Version, ne? Genau. So im, klar, im, sag ich mal, was ist das, Third-Hand oder Second-Hand-Market, ist ja so, dass man das vielleicht bei eBay dann mal kriegt, aber dann ist es halt schon ausgepackt und so, wie der Simon gerade mag. Eben. Sowas ist halt eher was, was man sich mal ins Regal stellt. Eben. Dann wartet man mal 10, 20 Jahre und dann guckt man noch mal, was das irgendwie wert Genau, ist, auf ne? jeden Fall. Kann ich echt nur jedem raten, der da so ein bisschen Bock hat, mal für ein Fuffi ein geiles Spiel und vielleicht dann mal in 5 Jahren, dann ist das Spiel schon wieder 200 wert oder so. Das ist schon nicht schlecht. Mal gucken, ne? Ja, dann habe ich mir hier Kirby und das vergessene Land geholt. Da habe ich auch, das ist ja auch ein, kann man sagen, exklusiver Teil für die Ja, Switch. also es ist quasi Ne? ein Switch-Teil, der gibt's, den gibt's halt nur für die Switch in dem Genau, Sinne, ne? so. Erstens mal das und wie hier oben steht ja schon drauf, das ist der allererste 3D-Teil der Spielereihe. Und ich hab das schon damals öfter mal im Regal stehen sehen. Und das ist halt wie, also es gibt einfach Titel, da braucht ihr nicht drauf zu warten, dass die günstiger werden. Und ich habe das Nee, halt gemacht, ich habe ja. gewartet, ich habe gewartet, habe es aber jetzt letzten Endes auch sehr teuer gekauft, einfach beim Saturn ganz normal. Ich glaube, die hatten es da irgendwie für 55 Euro rumliegen oder so, also so ein Standardpreis für Switch Ja. Games. Ja, bam, eingekauft, fertig. Jetzt habe ich es da, bleibt eh sealed, ist aber Ja. so ein Game, weiß ich nicht. Ja. Kannst du warten. Ich werde mir das auf jeden Fall auch noch holen, ausgepackt und dann Ja. kannst du es zocken. Ja, das ist jetzt ein Game, was ich auch erst vor ein paar Tagen gekauft habe. Kennst du das? Y-Serie, ja, die Ja. kenne ich, ja. Ja, also du sagst jetzt Oder Ice. Ice oder wie auch immer es Genau. ausspricht, Also ich glaube, es ja. wird ganz normal einfach nur Ice. Ne, Ease. Ease? Ease. Ease mit so einem Kann scharfen sein, S. Genau, ja. also ich habe mir irgendwie gemerkt, dass das I normal ausgesprochen wird und dann das S so ein bisschen lang, so Ease. Ne? Okay. Und das ist ja diese Monstrum Nox. Monstrum Nox Pack Edition und ja, viele sagen auch irgendwie so einer der besten Titel 2021, ne? Und wenn man sich das mal anguckt, das ist so Castlevania, Dark Souls-like, eine Mischung aus beidem. Soll auf jeden Fall richtig gut sein. Also das ist ja jetzt der 9. Teil hier und den 8. gibt es auch noch für die Switch, den wollte ich mir jetzt noch nachträglich holen. Ist es grafisch? Ist das so ein bisschen von oben, oder? War das so top-down? Oder ist das Ja, das ist so, so. wie du das halt, das ist Ah, so ja, ich von sehe es. hinten, Ja, das so ist von so, hinten. ja, Okay, das ist okay. so, du kannst es echt vergleichen mit Zelda Breath of the Wild und Ja, genau sowas, so ne? dieses, dass du quasi deine Figur Third Person von außen Genau. guckst, weil ich kenne halt diese Ease, Wise, wie auch immer man sie Ease, nennen ja, will, genau, ja. Collection oder nicht Collection, die Spielereihe. Und da gibt es zum Beispiel auf der PSP gab es da welche, PS Vita Genau, und wie auch wie immer. Atelier, das frisst Genau, sich irgendwie durch ja. jede Konsole Ja, durch. genau. Und da war es natürlich auch noch so, dass es eher so von oben so ein bisschen Zelda-mäßiger aussah, Genau, genau. genau, Und deswegen genau. war ich jetzt gerade nur interessiert, wie das Genau, dann letztendlich jetzt genau. in der Version aussieht. Auf jeden Fall, der 8. Teil ist mega gut. Ja. Der Teil ist mega gut. Und den kriegt man gerade auch relativ günstig. Ich habe dafür, glaube ich, 30 Euro bezahlt. Ja. Kann man machen, sollte man mitnehmen. Ja, Ja. fertig, aus, Ende. Ja, hier, davon hatte ich auch schon geschwärmt. Das hatte ich ja auch schon gesagt. The House of the Dead
Remake. Und wer House of the Dead kennt, der weiß, dass man da auch ja, zugreifen sollte. Also das ist ja schon, House of the Dead gab es ja damals schon in der Arcade. Das gab es dann für die Dreamcast. Das gab es später für die Xbox Classic, den dritten Teil. Ich weiß nicht, ob es den auch dann für die PS2 gab, bin ich mir nicht sicher. Das ist ja eigentlich ein Guncon-Game, oder? Genau, ist eigentlich ein, offiziell ist ja eigentlich ein Guncon-Game. Ne? Früher waren die Teile so, gerade auch in der Spielhalle, dann hattest du halt die dicke Plemme und konntest halt ballern. Und jetzt haben die von The House of the Dead ein Remake rausgebracht. Das ist jetzt auch diese Lenticular Edition. Ich glaube, die gibt's auch gar nicht anders. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, die Lenticular Edition ist schon die billigste Version, die du dir davon kaufen kannst. Ist das in Deutschland rausgekommen? Nee, oder kommt es auch? Doch, ja? Doch. Du kriegst das auch in der USK-Fassung tatsächlich. Aber das ist natürlich so ein Game. Ja. Also ich hätte es mir auch in der USK gekauft, ich habe es beim Saturn gesehen, aber das ist halt oftmals das Problem in Geschäften, gerade bei Lenticular oder mit so Kartonverpackungen, die werden dann halt zugestript und ich will sowas nicht haben, also als Collector, wenn da irgendwas zugestrippt wird und dann wird das so angezogen, das ist dann halt nicht mehr meins. Ne? Das ist dann schon überall. Dann hast du es auch über Druckstellen und so. Genau, das was, ist dann schon beschädigt. Und gerade bei dieser Lenticular-Version, die Leute sind dann immer so, und dann kratzen die darauf rum und dann hast du schon einfach die Folie beschädigt. Ja. Und genau so standen die Spiele da rum. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ne? Verständlich, und das habe ich auch auf einer Seite geschossen, wo ich erstmal ein bisschen Angst hatte, dass es überhaupt hier ankommt. Aber es ist angekommen, es war auch relativ günstig. Ich glaube, ich habe dafür 34 € bezahlt, ohne Import und so. Das ist halt die Peggy-Version, das Covers auf Englisch. Und ja, gut, ist halt auch ein Titel, was dann international vielleicht mal besser weggeht wie hier, weil es halt auch wieder ein ziemlich brutales Game ist, wo jetzt so Kinder jetzt vielleicht auch nicht direkt das Interesse so haben. Ne? Und es soll halt auch gut laufen auf der Switch. Also ich hatte jetzt extra mal geguckt. Ja. Es soll auch super laufen auf der Switch. Also ist jetzt egal, ob man sich das für eine andere Konsole, wobei ich gar nicht weiß, ob es das für eine andere auch gab. Ich kann sein, will jetzt. Ist auch egal. Genau. Ja, dann einmal hier. Kunai. Kunai! Das ist auch super alt. Da bist du ja so ein, bist du so ein kleines Mannequin, so ein Tablet. Ja. In einer Welt voller Computer und keine Ahnung, auch so Side-Scrolling, ja, Pixel-Art, ein bisschen schwarz-weiß, so ganz wenig Farben, wirklich so 16-Bit-Farben oder was, oder teilweise sogar 8-Bit, wenn man sich das mal anguckt. Ja, hat aber eine gute Bewertung bekommen, war in einer Wühlkiste für 12 €. Ich wollte danach tatsächlich noch mehr davon kaufen, eine Woche später, da lagen 7-8 Stück rum. Ich hatte erstmal nur eins mitgenommen, war mir nicht sicher, hatte dann zu Hause mal nachrecherchiert und habe gesehen, dass der Preis halt voll hochgegangen ist. Hoch, der war wirklich hoch für das Game. Ja. Und das war auch so ein Game, was ich dir eigentlich mal schenken wollte, aber als ich dann dahin kam, waren alle weg. Ja, die waren einfach weg. Also das hat auch sehr wahrscheinlich einer gekauft. Ja, das ist so, der hat einfach gesehen, ey, bam, und hat direkt alle restlichen 7-8 Stück gekauft. Und die kriegst du jetzt sehr wahrscheinlich bei eBay bei irgendeinem für 25 € oder so. Ja, die werden ja auch gekauft. Ja, ne? Genau. Ja. Naja. Cooles Game. Aus. Dann geht's weiter mit Sonic Mania. Und ja, ihr könnt ja sehen, das ist so ein Mania. Big Pack. Ne, das ist ja dieses Mania Plus. Hier sind noch ein paar andere Sachen mit drin. Ne? Hier Artbook und Sega. Ja, Artbook und Sega Mega so Drive Vended Cover, ne? Genau. Ja. Ja, witzig. Und die sind auch nicht so teuer. Das kann man sich momentan relativ günstig kaufen für 30 €. Ich habe das für 20 bekommen, weil die das Preisschild nicht gewechselt haben. Und deswegen habe ich es dann auch mitgenommen. Dachte mir, cool. Sonic's halt auch so ein Titel. Ja, klar. Und kann man sich hinstellen. Sieht auch echt nicht schlecht aus. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Das ist so ein bisschen Holo-mäßig. Ja, ne? Genau. Das glänzt, so sieht ziemlich geil aus. Ja, das waren die Switch Games. Ja, und auch hier wieder ein Cut, weil das Ganze ja so lange geworden ist. Wir haben jetzt über die Switch-Spiele geredet. Da sind auf jeden Fall ein paar richtig geile Games dabei gewesen. Ja. Und ich denke, der eine oder andere sollte sich vielleicht doch mal ein paar Games aus diesen Spielen auch kaufen. Und ja, dann würde ich sagen auf jeden Fall. Geht's dann weiter im nächsten und im letzten Teil über
Xbox-Spiele, rund um Xbox-Spiele, Xbox 360 und Xbox One. Keine Classic, aber genug geile Spiele. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, die Folge. Auf jeden Fall ein fettes Danke, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Wirklich Respekt. Auch geil, wenn ihr euch den Teil davor angeguckt habt. Wenn nicht, dann oben links, klickt drauf, guckt euch den Teil an. Mega geile Spiele dabei. Und ich würde mal sagen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann im nächsten Video.